Was willst du machen? Machst nix. Machst du gar nix. Dann hoffen wir mal, dass diese Runde jetzt besser wird, aber ich brauche jetzt erstmal Muni. Das ist jetzt immer viel wichtiger. Ich muss jetzt erstmal einen Garten finden. Oh nein. Oh nein. Wir sind unten rechts. Der Garten ist in der Mitte. Ich düse da mal eben schnell hin. Schnell Kugeln holen. Ich hoffe, hier sind immer Kugeln am Liegen. Bitte lass sie irgendwo Kugeln sein. Lass sie irgendwo Kugeln sein, bitte. Ich brauche Kugeln, Alter. Da, Kugeln. Danke. Lade nach. Vor allen Dingen... Oh nein! Wir müssen jetzt wieder Bleist... Oh nein! Die Quest-Items sind weg, ne? Oh nein! Oh, wie ärgerlich. Natürlich. Die Quest-Items sind weg. Oh fuck, wir müssen den Stift und das Papier wiederfinden. Oh, leck mich fett. Oh shit. Das habe ich ja gar nicht realisiert. Wir hatten ja die ganzen Quest-Sachen mit. Uff. Warte mal, wir sind... Okay. Wir müssen eh nach oben rechts. Dann würde ich mich erstmal direkt nach oben begeben. Schauen wir mal. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Wir müssen jetzt hier so rechts rüber. Da ist der Typ gleich. Versuche jetzt erstmal hier irgendwo Stift und Papier wieder zu finden. Fuck. Da lag eine Bombe. Möchte ich mal ungern berühren. Toll, ey. Wie ärgerlich. Wir hatten die Quest-Items so schnell gefunden. Shit, Mann. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Leck mich doch. Oh, leck mich doch fett. Das war wieder derselbe mit dem... Oh Gott. Oh fuck, Alter. Aber den hat er nicht auf sein Konto gekriegt. Oh, jetzt wird's aber echt schwierig gerade, ne? Alter Falter, wir kriegen jetzt nur auf die Mütze. Holla die Waldfrucht. Direkt nächste Runde. Der kann ja noch nicht in der Runde sein, deswegen... Zack. Schneller Gegnersuche. Suche nach Spiel. Los, 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 los. Ich will los. Shit, ey, Mann. Oh, wie ärgerlich. Wie verdammt ärgerlich das war. Oh Mann. So ein Shit aber auch. Oh nein, das ist so bitter. Fuck, Alter, wir hatten die Quest-Gegenstände für Jacob. Oh Mann. Belohnung, 2x Clownpulver, 1x, ja, was steht da? Exkrementenöl, 1 Federpulver, 1 Ansehensstufen erhöht und Trinkgeld. Okay. Ah, hier steht's auch nochmal. Gegenstandswert 0, Kredit angewandt plus 48. Bestellnummer. Trinkgeld insgesamt, auch schön. Ich find's gut, dass hier so die Tickets dran sind. Das ist supi. Ja. Das könnte ja noch spannend werden. So, neue Runde. Jetzt aber. Was soll jetzt schon schief gehen? Wir haben keine Waffe. Wir haben nur unsere Pistole ohne Munition. Vielleicht sollten wir echt mal irgendwo was kaufen gehen mit unserem Geld. Aber du musst ja auch erstmal dahin kommen. Du musst ja erstmal zum Shop kommen, um was zu kaufen, ne? Oh Mann. Und das war wieder der Typ, der uns gestunt hat, ne? Wo wir wieder taub waren. Oh, fuck. Ja, ich brauche Geld und ich will was kaufen. Und ich brauche Munition. Geld haben wir schon mal. Sehr schön. Ein bisschen zumindest. Noch mehr Geld. Wo sind wir überhaupt? Oh ja, wir sind genau da, wo der Dude ist. Der Dude muss hier irgendwo sein. Das trifft sie super, aber wahrscheinlich werden wir hier auch keinen Bleistift... Oh, Kugeln. Ich werd verrückt. Dass diese Kreaturen aber auch... Dass sie aber auch in den Wohnungen reinkommen, ne?
Wir sollten vielleicht... Wir sollten vielleicht tatsächlich ein bisschen ruhiger vorgehen. Und uns vielleicht nicht direkt aufmerksam auf uns machen. Weil durch Schläge mit Gegenständen, also mit Baseballschlägern und so, machst du ja weniger Geräusche oder mit Katana. Was natürlich viel geiler ist. Für Sneaky-Angriffe, ne? Als wie eine Waffe. Eine Waffe ist ja laut. Klar. So, halten. Ach, man muss F halten. Ach so. Okay. Das muss man auch nochmal ein bisschen... Das muss ich mir auch nochmal ein bisschen anlernen, dass ich hier dieses... Da waren wir schon, da unten waren wir auch schon. Ah, wo ist denn der Typ hier? Der muss ja irgendwo hier sein, ne? So, gucken wir mal. Das nehme ich. Ich habe zwar die Kakerlake jetzt mitgenommen, eigentlich wollte ich sie nicht. Können wir gleich mal rausschmeißen. So. Oh, die ist richtig viel wert. Ich nehme die Festplatte mal mit. Ein Basie wäre geil, wenn wir den jetzt finden würden. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Bleistift und Papier wieder finden. Und wir sind ja jetzt gerade... Wir sind ja jetzt gerade in der Nähe von... Von dem Dude. Ist er, das ist er doch. Hier ist er doch, Jacob. Hier liegt er also. Da, okay, alles klar. Das ist Jakob. Und ich glaube auch nicht, dass Papier und Stift hier bei ihm drin liegt, oder? Das wäre jetzt mega witzig. Jakob, ich hatte alles. Ich hatte wirklich alles. Okay, Geld haben wir jetzt jede Menge. Wir könnten ja mal spaßeshalber zum oh, Alter, ernsthaft? Soll mir egal sein. Es war so klar. Aua. Ich greife die nicht an, weil ich keine Lust habe. Oh, ernsthaft? Alter! Komm, die Scheiße, denn ist ja überall her. Können nicht wegrennen. Oh, fuck, Alter. Ernsthaft jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Ich will nicht auf uns aufmerksam machen, eigentlich. Naja, jetzt haben wir den Salat. Oh nein, hier ist ein Spieler in der Nähe. Fuck. Scheiße. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Hier werden wir eigentlich nicht gesehen, ne? Hier drin. Hat auf jeden Fall Herzschlagen gehabt. Ich bleibe in der Fotobox. Für immer und ewig. Ich will hier nicht raus. Fuck, Mann. Oh, shit. Mann, ich will doch nur ein bisschen was looten hier. Papier und Stift. Und dann einfach Jacob bringen. Oh nein. Kommt die hier lang, die Kreatur? Okay. Das war aber noch eine andere, ne? Als wie... Geh mal hier rein. Einmal Herzschlag hatte ich. War auf jeden Fall einer in der Nähe bei mir. Entweder ist er zu... Also hat er sie verkrochen? Wollte nichts zu... Oh, Stift. Ja. Müssen wir gleich direkt zu Jacob. Bitte jetzt nur noch irgendwie Papier finden. Ich würde mal interessieren, ob das random ist. Weil wenn man hier sucht, ob der dann halt würfelt, was man bekommt, wenn der Kreis da ist.
Okay, kein Papier. Man muss aber auch mal Glück haben, ne, mit den Runden. Das ist halt einfach so. Oh, Verband. Verband ist immer gut. Wir können uns heilen. Falls wir nochmal einen Kampf gewinnen werden. Oh, ich habe einen Schuss gehört. Der kam aus der Richtung da hinten. Komm, nur noch das blöde Papier. Kommt er jetzt rum? Der kommt schon rum, ne? Oh, der ist sehr close. Der ist Der ist verdammt close. Der Spieler. Der ist mega close. Der ist mega close. Ich sollte hier weg, schleunigst. Ich brauche das blöde Papier. Und der scheiß Snake-Dings ist da oben. Kann ich den Stift schon abgeben? Geht das? Ach, leck mich doch. Wo war der denn nochmal? Ach, der war da links. Ich muss irgendwie da in dem Bett liegt der. Guck mal, ob ich den Stift schon abgeben kann. Genau der Mann, den ich brauche. Stift, kann ich ihn abgeben? Ja, oh Gott sei Dank. Okay, einen Stift haben wir schon mal. Fahrstuhl, der eine ist schon weg, ne? Okay, also ein Spieler ist auf jeden Fall schon mal weg. Oh, fuck. Leck mich fett. Vielleicht finden wir ja noch Papier. Schauen wir mal. Müssen natürlich auch die Uhr im Auge behalten. Lala, lala, lala. Oh, da ist einer. Irgendeine Kreatur. Nicht gut. Oh, fuck, Alter. Oh, so eine Waffe hätte ich gerne. Eine Flinte. Wir hatten eine. Aber die halt von der Reichweite war die nicht gut. Wir brauchen eine, die richtig Reichweite hat. Küchenregal? Nee, das hier Regal. Brandgefährlich. Diese Schritte, ne? Wie leise man ist, wenn man geduckt läuft. Sieht man unten links übrigens, hier unten, hier. Da hinten, da sieht man, dass ich geduckt bin. Wenn ich jetzt so hier mache, dann laufe ich schneller. Man hört man mich auch besser. Und wenn ich so geduckt laufe, dann läuft er ein bisschen langsamer. Also macht weniger Schrittgeräusche. Okay, den Stift haben wir. Fehlt nur noch das Papier. Wo ist das Papier? Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Der Bettvorleger gibt uns Schwung bis direkt vors Klosett. Und wo wir schon mal hier sind, da bleiben wir gleich hier. Fertig. Wo ist das Papier? Guten Morgen, liebe Sohn. Ah ja, der gute alte Jürgen. Ah, so. Mann, Papier zu finden, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Vorhin haben wir es ratzfatz gefunden und jetzt? 2 Minuten noch auf Uhr. Sollten schon mal einen Fahrstuhl in der Nähe aus Baldova. Ja, ich würde den hier nehmen, den hier unten rechts. Will ich mal gucken, ob wir da jetzt hinkommen. Ah, oh, hier sind bestimmt gerade viele unterwegs, oder? Natürlich. Hallo Supermarktbetreiber. Was kriege ich von dem eigentlich? Alter, ernsthaft? Willst du mich verarschen? Im Supermarkt? Können wir ein bisschen Blut mitnehmen, ne? Also ein bisschen Herz hier. Oh nein, wir müssen ganz schnell zum Fahrstuhl, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich will nur einmal ganz kurz gucken.
Oh ja, essen und trinken. Fahrstuhl ist hier unten. Der ist hier. Ich rufe ihn schon mal. Vielleicht finden wir ja das Papier jetzt. Das wäre super. Natürlich nicht. Nein. Was macht der Pilz? Vitalität. Aber Geruchssinn geht runter und Belastbarkeit geht runter. Also der Fahrstuhl geht auch nach einer Zeit weg. Das haben wir jetzt gesehen gehabt. In einer Folge. Da hat ja auch jemand eingerufen. War grün und ich bin nicht hingegangen. Und der ist irgendwann ist der verschwunden. So, ich würde die Runde einfach mal beenden. 37 Sekunden vor Ende. Das passt. Sehr schön. Stufenaufstieg. Juhu. Zurück nach Hause. Bing. So. Da wären wir auch schon wieder. Mit Blut, mit Festplatte. Die Festplatte würde ich auf jeden Fall verkaufen wollen, so wenn das irgendwann soweit ist. Gießen. Genau, wir können mal das Herz nehmen, bestätigen. Dann haben wir schon mal 108 von 400, das ist sehr schön. Wir haben ein bisschen Geld, was wir wieder bunkern werden erstmal. Munition und Verband. Und dann würde ich direkt nochmal eine Runde starten. Wahrscheinlich haben wir dann unseren Kollegen da, der uns schon 3-4 Mal jetzt um die Ecke gebracht hat. Toll. Großartig. Naja, was will man machen? Mach's halt nix. Octave, ich warte auf mein Regal. Sollen wir vielleicht das Hemd mal auswaschen? Wir haben ja schon wieder alles voller Blut. Wir müssen noch eine Blutrunde machen, ne? Fällt mir gerade ein. Ich wasche mal eben das Hemd aus. So. Sehr schön. Ja, Apfeln. Er hat ja irgendwie immer eine Flasche dabei. Das können wir auch direkt mal in die Pflanze geben. So, da rein. Bestätigen. Dann haben wir schon 214 von 400. Sehr schön. Der Bonsai war ja, glaube ich, voll, ne? Ja, der war voll. Genau. So, heißt für uns, ja, Blut sollten wir mitnehmen, wenn wir es kriegen. Und, ja, irgendwie Papier. Bin mal gespannt, ob wir jetzt Papier finden in der Runde. Das wäre ganz gut. Also man kann auch die Sachen teils hinbringen, sag ich mal. Also wenn du zum Beispiel von einer Quest schon einen gewissen Teil hast, also zum Beispiel so wie wir den Stift, kannst du den schon hinbringen. Also musst dich beides gleichzeitig hinbringen, das ist gut zu wissen. Weil dann musst du nicht auf Risiko gehen, hast den Stift mit und so und, ne? Ist echt ein bisschen wie Tarkov, muss man sagen, ne? Es ist so dieses Raid und Escape, ne? Muss man sagen. Raid and Escape. Ein Raid und Escape Game. Guck mal, wie viele Sachen wir noch Fragezeichen haben, was wir noch gar nicht gefunden haben an Items. Gut, die Glühbirne haben wir nicht mitgenommen, die wir jetzt vorhin gefunden haben in der einen Runde. Die hätte man mitnehmen können, dann wären wir auch da. Ah, das Katana, da ärgere ich mich ein bisschen drüber. Ich hätte das echt behalten sollen. Das war bestimmt gut, vor allem für den Nahkampf. Naja, gut. Was soll's? So. Okay, na dann, auf geht's. Wir sind da unten. Torquentum Yard. Dann fangen wir doch hier mal an zu suchen im Torquentum Yard. Geld nehmen wir mit. Feder, was macht die? Rückstoß minus 7, aber Schaden minus 2. Ah, gut. Alter, wie viel Geld wir halt einfach immer finden, ne? Wofür Bank? Aufheben. So. Aufheben. Jetzt muss das doch mal klappen mit dem Papier. Wir haben so schön die Quests immer abgeschlossen. Und an der hapert's jetzt. Da sind Küchensachen. Da würde ich jetzt, glaube ich, nichts mitnehmen. Hier ist nichts, glaube ich. Da ist noch ein Badezimmer. Hier vielleicht. Oh, hier sind Kugeln. Die nehme ich natürlich mit. Oha. Da wäre ich jetzt beinahe reingelaufen. So. Was bringt uns das denn? Da haben wir natürlich wieder Geld drin. Klar, warum denn nicht?
Money makes me funny. In the rich man's world. So. Gehirnöl. Chance auf kritischen Schaden. Zum Anbauen. Dünger. Nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da bin ich jetzt ein ganz großer Freund von. Ich bin jetzt, hab jetzt einen grünen Daumen, habe ich jetzt mittlerweile. So, das nehmen wir mit. La 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 la. La 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 la. Nein! Jetzt hat er die Kakerlake mitgenommen, ne? Sollte das Geld mitnehmen. Geld. Geld regiert die Welt. Ja, ja. Oh, Kleber, toll. Großartig. Ich brauch Papier, Mann. Kein Kleber. Klaus Kleber brauche ich nicht. So. Toll. Batterie, Maßband. Sieht etwas aus, als würde ich... Noch ein Stift. Oh, eine Granate. Ah, wie rüste ich die aus? Okay, das sind Items zum Verwenden. Ah, wie rüste ich die Granate aus? Mit Alt? Jo, Tatsache. Mit Alt. Wie wirft man die? Einfach so? No. Alter! Ich probiere das jetzt einfach mal, ja? Oh. Lol. Okay, gut zu wissen. Man muss die also ausrüsten. Okay, man muss das ja auch alles erstmal ausprobieren, ne? Hat zwar jeder wahrscheinlich jetzt gehört, aber gut, dann ist das halt so. Wir können gleich nochmal in die Küche gehen, ein bisschen was zu knabbern holen. Aber wenn wir schon einmal hier sind gerade. Aber die Granate macht doch dermaßen... macht doch dermaßen Damage, hätte ich nicht gedacht. Aber wir sind ja auch gestorben dadurch, also von so an. Gut, verwenden. 150 Ausdauer. Und hier nochmal verwenden, die Falafel. Und genau, hier ist nichts mehr sonst. Die Pilze möchte ich jetzt ungern essen. Dann gehen wir mal nach drüben. Oh. Oh. Ja, hallo. Nein. Nein. Du nimmst die Waffe. Und nimmst einmal bitte die Munition. Danke. Die Kugeln sind ja ein bisschen besser. Sag mal, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, Papier zu finden, oder? Oh, noch ein Verband. Sehr schön. Wir müssen aufpassen wegen der Uhr, die wir noch haben, ne? Wann er die ankauft. Wir sind jetzt, glaube ich, beim Montag. War das nicht irgendwie Dienstag oder so? Nicht, dass ich das jetzt irgendwie verpasse, das Ganze. Okay, er kauft anscheinend Dünger aktuell. Ey, dieses blöde Papier. Das haben wir doch so schnell gefunden beim letzten Mal. Und dann sterben wir. Naja, Küchenregal. So, gucken wir mal, ob wir da nochmal ein bisschen was zu essen haben. Für Lebensenergie. Na toll. Kühlschrank. Ein Fahrstuhl steht bereit. Ja. So, ein bisschen Gesundheit. 280 nehmen wir. So, dann sind wir auch schon wieder voll. Das mag ich gern. Okay, hier ist nichts drin. Das heißt, ich würde mal hier verschwinden. Und zwar würde ich nach unten, Cemetery, ein Friedhof, da waren wir auch noch nicht, ne? Also zumindest wüsste ich nicht, dass wir da waren. Waren wir jemals am Friedhof hier im Game? Ich bin der Friedhofswärter. Hier soll der Friedhof sein? Das ist doch kein Friedhof, oder? Das ist doch eine Kirche. Ich wollte gerade sagen, das ist doch kein Friedhof. Oh Gott, Kirchenaltar durchsuchen. Ich sündige. Es tut mir leid, Vater. Oh Gott. Alter, wie viel Geld hier einfach drin ist. Aha, die Kirche hat natürlich am meisten Kohle. Klar. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Warum zur Bank? Ich gehe zur Kirche. Alter! Leck mich fett. Ich gehe nur noch zur Kirche. Brauche ich gar nicht mehr zur Bank, das abheben. Guck mal, da liegt eine Knarre. Was ist das für eine kommunistische Kirche hier? Ich prangere das an. So. Und wo ist hier... Okay, hinten am Hof wird wahrscheinlich dann der Friedhof sein. Mit Friedhofsgemüse. Gott sei Dank.
Scheinbar hier, ne? Kann man hier rüberspringen? Ne. Gucken wir mal im Mülleimer, vielleicht finden wir da Papier. Hier ist auch noch interessant. Verdorbener Burrito. Hm. Hier ist ein Laden. Nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 Alter! Oh fuck, Alter, leck mich fett. Das gibt's doch nicht. Der kam aus dem Nichts, der Dude. Toll. Mann, wir finden alles. Nur nicht das doofe Papier. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Und wenn wir das Papier haben und gehen in die Runde rein, dann spawnen wir irgendwo am Arsch der Welt, wo wir nicht hin müssen. Genau so wird's sein. Achso, ich kann mich heilen, ne? Verwenden. Das bringt aber auch nicht viel, ne? Nur 100 Gesundheit. Ist jetzt auch nicht so der Burner. Die Verbände? Da bringt Essen doch tatsächlich mehr. So, ich gucke nochmal im Kühlschrank, ob wir da was zu essen haben. 4 Minuten 20. Auf die Uhr. Ja, guck mal, 330 Kuchen. Und wieder voll. Aber dafür hier oben, das Grün, das Gelbe ist voll. Ausdauer, glaube ich, ist es, ne? Ey, das doofe Papier. Oh nein, oh nein, oh nein. Der soll abhauen. Kehr verdufte. Alter, ernsthaft? Hau ab, Mann! Leck mich doch fett. La 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 la. Armband. Das bringt bestimmt richtig Asche. Mann, aber oh da, oh, oh, ja. Wo müssen wir hin? Wir müssen nach oben. Oh mein Gott, ob ich das überlebe? Oh Gott, schnell nach oben. Und dann irgendwo rechts halten. Geradeaus. Einfach geradeaus laufen. Oh, 3 Minuten noch. Hau ab, Mann. Uah, ciao. Oh, fuck, wir haben keine Ausdauer mehr. Oh, shit. Der war hier, ne? Ey, mein Freund, Jacob. Grüß dich. Tach, dein Fenster ist zwar im Eimer, aber scheiß drauf. Hier, dein scheiß Papier. Danke. Das habe ich gebraucht. Oh Gott, Klauenpulver. Oh, scheiße, was schmeiße ich denn jetzt weg? Scheiß auf die Kugel. Mann, schmeiß die Kugel weg. Ablegen. Das Geld nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, ernsthaft? Alter, nein! Ey, das ist doch zum Kotzen. Warum kommen die auf einmal immer zu mir alle? Nein, ich will kein Herz. Das ist doch nicht wahr. Ach, das ist was anderes, ne? Federpulver, Klauenpulver. Chance auf Blutung, geil. Armband würde ich, glaube ich, behalten wollen. Die Kugeln stacke ich mal und die schmeiße ich mal raus. Ablegen. Und dann nehme ich das noch mit. So, das gehört dir, wir sind ja uns, ich bin zurück. Okay. So, im Koffer waren, glaube ich, die... Ja, da waren die Kugeln, ja. Okay, drauf geschissen. Herz bräuchten wir eigentlich auch für Blut. Können wir das noch mitnehmen? Ich würde es mal austauschen gegen das Große. Fahrstuhl, wir brauchen unbedingt einen Fahrstuhl. Oh, hier drüben. Oh fuck, jetzt müssen wir uns auch beeilen. Oh fuck, Alter. Eine Minute nur noch. Das wird ein echt knappes Ding. Hau ab, Mann. Kein Zeit auf für dich. Mann, Alter. Alter, ich... Oh Gott. Oh, leck mich doch am Arsch. Wo ist der scheiß Fahrstuhl? Der ist hier unten. Oh, lauf, Mann, Junge, lauf. Da ist der Fahrstuhl. 50 Sekunden noch. Oh, ich muss den Fahrstuhl schnell rufen. Oh, fuck. Leck mich fett, das wird so eine knappe Kiste. Holy shit. Ich esse erstmal einen schönen Chips.
Und ein Bonbon. Wenigstens etwas. 30 Sekunden noch. Oh, wir müssen das schaffen. Bitte, Fahrstuhl, bitte. Bitte. Halt mit meinen Wurstfingern so draufgewurstet auf die Karte und kam gar nicht mehr raus. Gott. Oh, puh. Lala, letzte Eisenbahn, ey. Allerletzte Eisenbahn. Bing. Oh Gott, Freunde. Das. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, also, ich wollte mal gucken, wann der hier was verkauft. Gold. Jo, Dienstag ist Gold dran. Das ist gut zu wissen. So. Ich frage mich, ob wir irgendwann mal ein paar Sachen kaufen können auch. Möbelstücke, das wäre mal schön. Geld. Dann hier irgendwelche Pinsel oder Flaschen, Ampullen. Das kommt da rein, das kommt da rein. Oh, da haben wir schon wieder keinen Platz, ne? Morgen wird Gold verkauft. Das heißt, wir können das einsortieren. Der ist voll. Der muss noch. Oh, wir brauchen noch Blut, ne? Shit, ich kann nochmal unser Hemd auswaschen. Ja. Bitte einmal waschen, bitte. Ja, nur noch abfüllen. So. Mal gucken, das dürfte eigentlich reichen für unseren Blumentopf. Aber wir kriegen ja morgen wieder Dings, ne? Nein, es reicht nicht. Shit. Wir kriegen ja morgen Regal, ne? Benötigtes Blut 100. Achso, das braucht er heute. Achso, okay, ich verstehe. Er braucht heute nur 100. Okay, dann brauchen wir heute den Rest gar nicht. Das gut zu wissen. Okay. Das würde ich dann morgen, weil wenn wir morgen das Regal kriegen, dann ruhe ich mich jetzt aus. Ja, schlafen gehen. So. Nur noch 2 Tage. Tag 9, Dienstag. Juhu, Telefon. Ey, hallo. Sprech mit dem Typen, der Dinge für andere erledigt. Mein Chef sagt, ich soll dich anrufen. Wir sind vom Möbelladen. Wir reparieren Sachen und verkaufen sie weiter. Ich brauche Werkzeug und so. Such dir aus, was immer ihr passt. Mir ist es egal. Es gibt nichts umsonst. Klebeband, Nagel, Mikrochip, 10 Nägel und eine Glühbirne. Holy shit. Klar, Mann, wie du willst. Ich bin im Möbelladen in East Humble. Zumindest bis ich etwas Besseres finde. Ah, toll. Großartig. So, 100 Blut brauche ich. Okay, alles klar. Heute können wir verkaufen. Gold. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, heute gibt Cash. Heute gibt Cash. Ja, der Schlund auch. So. Nein. So, Regal hinzugefügt. Geil, platzieren. Alter, man kann es hier oben sogar hin platzieren. Das ist ja cool. Ich glaube, ich würde das aber, glaube ich... Mache ich das dahin? Hier. Hier einfach, hier oben. Über dem Sofa. So. Okay. Was können wir denn da platzieren? Gar nichts. Oh, warte mal, doch. Da müsste... Warte mal. Können wir die da platzieren? Das geht. Oh, geil. Cool. Das heißt, wir können theoretischerweise auch den Blumentopf da oben hinstellen jetzt. Das müsste ja gehen. Ja, und wie das sogar geht. Sehr schön geht das sogar. Ja, irre. Mann, ich mach die Wohnung schön. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen in einer nächsten Runde weiter. Ich würde nochmal eben schnell das Gold verkaufen. Cash. Handeln. Oh ja. Oh ja, oh ja, 32.000, oh ja, wir werden immer reicher. Die Kugeln würde ich noch mitnehmen. Jo. Na, sag mal. So, und ich würde jetzt so langsam zum Folgenende kommen. Und, wollen wir unser Money hier in der Schublade, haben wir unser Money. Alter, 44.000. Ja, dann würde ich jetzt so langsam zum Folgenende kommen und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen bei Hell is Others. Und ja, das wird großartig. Dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss.